zu unserem Beitrag. Wir sind zu Ekaterina Rubitschmanskaya und ich bin Simon Hachenberg vom Projekt SADSUA von der Europa-Universität Flensburg und haben gemeinsam mit unseren beiden Mitarbeiterinnen Franka Becker und Carlotta Christan diesen Vortrag vorbereitet und die beiden arbeiten noch aktiv mit bei unserem Beratungs- und Supportkonzept. Und wir möchten euch heute gerne mitnehmen auf eine Reise, indem wir ein Wir vorstellen und zeigen, indem wie was wir für eine barrieresensible Gestaltung von Lehr-Lernmaterialien gesorgt hat. Und ich teile einmal hier einen Bildschirm. Genau, und bevor wir jetzt anfangen, macht euch erstmal gemütlich, holt euch einen Kaffee und testet einmal die Technik. Und wir haben diese Grafik bewusst so gestaltet, weil wir einen kleinen Eisbrecher am Anfang geplant haben. Und dieser Eisbrecher, der beginnt mit einem kleinen Beitrag. Wir haben eine Menti vorbereitet. Vielleicht, Katja, du setzt da kurz den Link mal kurz in den Chat. Nimm mal kurz ein Smartphone rein. Scannt das einmal kurz. Ich mache die Folie gleich nochmal drauf und dann könnt ihr einmal einfach reinschreiben, inwieweit ihr die Folie vorhin gesehen habt, für barrierefrei haltet oder auch nicht. Genau, der Link ist drin. Ich warte nochmal 2-3 Sekündchen für das Scannen mit dem QR-Scanner. Und dann zeige ich sie nochmal und gleich wechseln wir auf die Mentimeter-Sicht. Genau. Wir machen das jetzt ein paar Sekunden, so eine halbe Minute warten wir einmal für die Antworten. Super. Warte. Genau. Magst du einmal, soll mal wechseln, Katja? Hast du einmal? Genau, jetzt gib Katja kurz ihren Bildschirm frei. Das sind dann die Antworten. Genau, und das sind schon mal ganz gute Aspekte, die, genau, Kontrast, Bilder und Icons. Ja, zum Teil werden sie berücksichtigt, stimmt. Zum Teil sind die Farben und Schriftgrößen da. Sie haben Aspekte, die mit drin sind. Genau, zu wenig Kontrast. Genau, die Farbgebung ist nicht für jeden ideal. Das heißt, die Folie war nicht überladen, aber auf jeden Fall war es jetzt nicht unbedingt grau auf dunkelblau, ist jetzt nicht so die beste Sorte. Wenn wir es gemacht haben, einmal als Eisbrecher natürlich, aber auch B, solche Materialien oder Inhalte werden erstellt an Hochschulen. Und wir hatten als Wir, und das Wir ist in dem Fall auch ein Wir zu verstehen, nicht nur wir als Projekt, sondern auch wir als die Hochschule, haben uns die Frage gemacht, kann man Lehrmaterialien eigentlich für alle zugänglich gestalten? Ist das eine Zukunftsvision oder ist das Realität? Und auf diesem Weg möchten wir euch gerne auf eine Reise mit dem Wir mitnehmen und einmal zeigen, wie ist das Wir entstanden und vor allem, was ist das Wir eigentlich? Dann gehen wir über in die Gestaltung von barrieresensibler Materialien und geben einmal auch Einblicke in Templates, die wir nutzen und in einen Einblick in Standards, die wir gerade vorbereiten und haben dann noch etwas Zeit für einen Austausch. Unsere Reise des Wirs ist im August 2021 gestartet, also genau da, als die Corona-Pandemie noch die Missstände und Unzulänglichkeiten dargestellt hat, die an Hochschulen vorhanden sind. Und gerade bei der Unterscheidung von dem genutzten Emergency Remote Teaching, was vor allem bei Corona geführt wurde, betrieben wurde, sind schon maßgebliche Unterschiede zu erkennen zu didaktisch vorbereiteten Digitallehrformaten. Ja. Und
es kam vor allem heraus, dass das Thema Digital Divide, also Zugriff auf digitale Endgeräte, ein großer Faktor ist. Nicht jeder Person hatte Zugriff auf Digital Divides und das zeigte sich vor allem auch bei sozialen Ungleichheiten. Und auch mit dem Aspekt des Emergency Remote Teachings und didaktisch vorbereiteten Lehrformaten, es wurde ganz klar ersichtlich, dass die Lehrkräfte nicht vollumfänglich vorbereitet waren auf den Switch auf digitale Lehre. Und mit diesem Aspekt ist das Wir gestartet. Und das Wir war als Ausgangspunkt einmal unsere Hochschule, die EOF. Und das Projekt SADSU machte sich auf den Weg und überlegte sich, wie kann man eigentlich adaptierbare, barrieresensible Materialien und Szenarien aufbauen. Und das Wichtige war, dass bei diesem Aufbau auch die Heterogenität, also die Vielfältigkeit der Studierenden und Lehrenden berücksichtigt wird. Und da vor allem die Frage, welche Bedürfnisse aus dieser Vielfältigkeit ableitbar sind. Und diese Bedürfnisse haben wir verstanden oder hat das Wir benutzt als das Konstrukt der Diverse Learning Needs, was besagt, dass die Lernbedürfnisse nicht allein entstehen, dass die aus einer Behinderung resultieren, sondern dass auch Lernbedürfnisse entstehen können, wenn die erwähnten Ungleichheiten sozialer und gesellschaftlicher Art auftreten, aber auch situationsbezogene Variablen ein Bedürfnis sein können. Ganz einfaches Beispiel, ihr sitzt im Büro, habt eine vielbefahrene Straße, wollt jetzt heute zum Beispiel meinen Vortrag oder unseren Vortrag hören. Es ist laut, also wäre ein Untertitel ganz gut. Das heißt, da wäre die situationsbezogene Variable, dass da eine Unterstützung vorhanden wäre. Somit nimmt das Wir den Weg auf und erweitert das Verständnis für von Barrierefreiheit hin zur Sensibilität. Und das Wir berücksichtigt Lernbedürfnisse proaktiv und dadurch wird sich der Zustand von den Lehrmaterialien Schritt für Schritt der Barrierefreiheit nähern, also dass es wirklich frei ist und jede Person mit allen Bedürfnissen diese nutzen können. Das ist also ein ganz langer iterativer Prozess. Jetzt übergebe ich an Katja. Vielen Dank, Simon. Im Oktober 2022 öffnet das Wir das STUBS und das ist unser Studienbüro für barrierebewussten Service. Ein zentraler Anlaufpunkt für Hochschulakteurinnen, um die barrieresensible Gestaltung von Lehrmaterialien und Konzepten gemeinsam zu gestalten. Das STUBS beginnt seine Arbeit mit einer hochschulweiten Bedarfserhebung, mit dem Ziel, die aktuelle Situation in Bezug auf Barrieresensibilität an der Europa-Universität Flensburg zu erforschen. An der Bedarfserhebung haben 872 Studierende und 60 Lehrende der EOF teilgenommen. Aus den Erkenntnissen wird ersichtlich, dass die Lernbedürfnisse aus Sicht der Studierenden zu einem gewissen Grad berücksichtigt werden, es aber noch viel Optimierungspotenzial gibt. Aus Sicht der Lehrenden werden Lernbedürfnisse bewusst zu einem Drittel abgefragt. Die Bedürfnisse können zu knapp zwei Dritteln umgesetzt und berücksichtigt werden. Die weiteren Erkenntnisse, wie zum Beispiel der Wunsch nach einer Option auf digitale Teilhabe von der Seite der Studierenden und existierende kollidierende Bedarfe unter den Studierenden, würden direkt in der Lehre der Projektbeteiligten berücksichtigt. Außerdem bietet der STUBS vielfältige Serviceangebote für Dozierende und Studierende. Das Wir arbeitet fleißig daran, Barrieresensibilität an der EOF durch Beratungen, Materialien und Infoveranstaltungen zu verbreiten. So entstehen mit Unterstützung der studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden des StudiesU ein digitaler Kurs in Moodle und erarbeitete Templates und Hinweise für die Erstellung von barrieresensiblen Lehr- und Lernmaterialien. Die Sensibilisierung aller Interessierten wird mit einem regelmäßigen Newsletter und Instagram-Beiträgen unterstützt. Die bereits an der EOF etablierten Plattformen wie Moodle, Webex und Zotero werden durch Accessibility-Tests in ihre Barrierefreiheit überprüft.
Nach 2 Jahren hat das WIR an der UF viel erreicht. Standards für barrieresensible Lehre und die curriculäre Erweiterung eines Medienzertifikats ermöglichen einen weitreichenden Transfer in die UF. So dienen die barrieresensiblen digital gestützten Lehrstandards als Element der Bewegung zur Veränderung innerhalb der Lehre hin zu einem barrieresensiblen Blended Learning. Sie sind hinsichtlich ihrer Umsetzung niederschwellig formuliert und bieten Lösungsansätze und Optimierungshinweise für die in großen Teilen proaktive Berücksichtigung von barrieresensiblen Blended Learning. Im Projekt Studies U arbeitet das WIR mit internen barrieresensiblen Templates und Standards für barrieresensible Lehre. Diese Templates werden für die Überarbeitung von Lehrmaterialien benutzt. Den Lehrenden und Studierenden stellt das WIR die Templates und Standards über einen zentralen Moodle-Kurs zur Verfügung. Außerdem bereichert das WIR seine Expertise durch externe Materialien, wie zum Beispiel die Leitfäden von anderen Hochschulen. Und jetzt wird Simon kurz die Templates und Standards vorstellen. Na, vielen Dank, Katja. Die Standards und also die Templates haben wir oder hat das WIR erstellt auf Basis von Vorgaben und von A-Bedürfnissen und selbstverständlich auch von den, da habe ich sie, wissenschaftlichen Materialien. Eine Sekunde, ich zeige sie sofort. Da. Ich nehme sie einmal so rein. Da haben wir sie einmal. Und zwar auf Basis von Untersuchungen, von generellen Vorgaben, aber auch von den Bedürfnissen, die wir abgeleitet haben aus unserer Arbeit, hat sich ergeben, dass wir mit einem Word-Template arbeiten, in dem die klassischen Vorgaben eingehalten sind und die sehr verschlankt sind. Die Verschlankung zeigt sich vor allem einmal in einer Reduktion von den vorhandenen verfügbaren Formatvorlagen. Die haben wir erst einmal auf ein Minimum reduziert, also auf diese, die hier oben vorhanden sind. Normaler Text, Überschriften und Aufzählungszeichen. Dann einen standardmäßigen Zeilenabstand und entsprechende Schriftgrößen beigefügt, sodass eine gewisse Transparenz und Sichtbarkeit, also gute Lesbarkeit gegeben ist für Dokumenten. Wie gesagt, die Templates haben Lehrende und Studierende bereitgestellt oder wir im Stups haben die Materialien überarbeitet, die bestehenden Materialien für die Lehrenden. Das Template für PowerPoint, was ich jetzt heute mal zeigen möchte, haben wir auch genutzt für die Präsentation jetzt hier für heute. Aber hier ist es ebenfalls auf einen sehr schlanken Gestaltungsrichtlinien gelegt. Wir haben eine entsprechende Schriftgröße gewählt, die Minimum, also die gut lesbar sind. Beim Text entsprechend 28, oben 44 und bei den Folienmaß, dann, den ich einmal kurz öffnen werde, sieht man, dass auch hier vor allem die Temp, also die Vorlagen, die Formatvorlagen sehr schlank gehalten sind. Sie können erweitert werden um weitere Vorlagen, haben aber erst einmal das Minimum an Überschrift, Inhalt und auch einen Vergleich, den man aufstellen kann, dass man was gegenüberstellen kann. Bei den Standards, die noch in der Bearbeitung sind, zeige ich nur einmal ganz kurz das Inhaltsverzeichnis, sodass man einmal aufbauen kann. Da reinzugehen wird etwas zu lang, aber wir werden sie auch noch über eine CC-Lizenz veröffentlichen. Da sieht man einmal, was es für Standards gibt, um barrieresensibel zu arbeiten, dass man entsprechende Kommunikation berücksichtigt, die Bedarfe abfragt, die Materialien barrieresensibel aufbereitet, also unsere Templates benutzt, dass die Verfügbarkeit gesichert ist, dass eine Zwischenevaluation durchgeführt wird und dass das Format der Lehrveranstaltung berücksichtigt wird. Und da sind vor allem die Erkenntnisse aus der Bedarfserhebung mit drin. Und unten sind noch einmal Stellen zur Unterstützung, spezifisch an die EUF gerichtet, die man kontaktieren kann, um hier Hilfe zu erhalten oder Fragen zu beantworten zu bekommen.
Und mit diesem Paket hat sich das Wir auf den Weg gemacht und diese eingesetzt, um die Barrieresensibilität an der Hochschule zu fördern. Und bei der Gestaltung der Materialien, gerade der Einblick hat es also schon ein bisschen gegeben, hat sich das Wir selbstverständlich an den WCAG-Kriterien orientiert, die eine Richtlinie für die Aufbereitung von digitalen barrierefreien Materialien sind. Und bei dem Weg hat das Wir die spannende Entwicklung der aktuellen WCAG-3 Richtlinie entdeckt, wo genau dieses Verständnis auf Lernen oder in dem Fall nutzenden Bedürfnissen mitgedacht wird, während die aktuellen WCAG 2.2-Richtlinien sich sehr technisch orientiert aufbereitet, also eher die technische Umsetzbarkeit im Fokus ist, ist bei der aktuellen WCAG, also in der WCAG die aktuelle Entwicklung ist, liegt der Fokus auf Bedürfnissen von Menschen, statt auf rein der technischen Umsetzbarkeit. Also hier hat es einen Wechsel auf der Sichtweise gegeben und es wird an einem Text in leichter Sprache gearbeitet, was vor allem bei den WCAG 2 Versionen auch öfters mal gewünscht wurde. Bei der Gestaltung der Materialien hat sich das Wir auf gewisse Regeln geeinigt, beziehungsweise diese erhoben durch Expertenbefragungen und Literaturanalysen und halt eben unsere Bedarfserhebung, dass man sich auf entsprechende gute Kontraste, klare Strukturen, wenig oder keine Bilder und wenn mit einem ja, passenden und guten Alternativtext versehen ist. Vor allem serifenlose Schriften. Wir haben Arial genommen, weil die überall standardmäßig drin ist oder Calibri und das Zwei-Sinne-Prinzip, dass man also Inhalte mit mindestens zwei von drei Sinnen auch wahrnehmen kann. Die Erfahrungen, die das Wir gerade aus der Arbeit des STUBS gemacht hat, das STUBS ist ein zentrales Büro, in dem Lehrende und Studierende die Serviceleistungen, die vorhin genannt worden sind, angeboten bekommen, sind die Überarbeitung von bestehenden Lehrmaterialien auf Basis der vorhin gezeigten Templates. Studierende kamen auf das STUBS zu und haben nach konkreten Hilfsmitteln gefragt. Allerdings kamen auch Studierende mit konkreten Hinweisen zu Hilfsmitteln auf das STUBS zu, sodass da ein sehr guter Austausch stattfand. Und was bemerkt, was häufig oder was auch aufgetreten ist, ist die Unterstützung von oder die Anfragen von zentralen Stellen und da besonders schön die Variation zu sehen. Einmal in Hochschulberichten wurde die Zugänglichkeit von uns mit unterstützt in der Erstellung. Dann wurden wir herangezogen, um Standard für barrierefreie PDFs mit zu bearbeiten und dass der Arbeitsbereich Chancengleichheit hat. Ein Arbeitsraum für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und hier konnte der STUBS mit auch Tests, also Accessibility-Tests, die Anleitungen noch verständlicher für die Nutzer, für die Nutzendengruppe gestalten. Weitere Erfahrungen sind, dass die Verbreitung länger dauert für ein solches Angebot, mündliche Werbung gut, also wirklich gut funktioniert, formelle Werbung, also Vorstellungen auf Sitzungen, mit einem gewissen Vorlauf zu berechnen und Druck zu berücksichtigen sind, dass je nachdem, in welches Gremium man rein will, muss man mit entsprechenden Vorläufen die berücksichtigen. Und die Materialien wurden meistens in der Lehre auch genutzt, meistens in manchen Fällen nicht, was ein Lessons Learned für das Wir war, sind, dass Materialien oder Module nicht gelehrt worden sind, weil sie nicht gewählt wurden und deswegen die Materialien nicht eingesetzt worden sind oder in manchen Fällen aus Vorschläge eingebaut worden sind, weil man gerade Grafiken nicht anpassen durfte aus rechtlichen Gründen und dass die Überarbeitung dann leider nicht komplett von den Dozierenden übernommen worden ist. Das sind Gründe, warum Materialien dann nicht eingesetzt worden sind. Vielfach wurden sie allerdings genutzt. Und
Nach 2 Jahren der Arbeit im STUBS kann das wir feststellen, dass die Nachfrage da ist. Also es ist eine erhöhte Nachfrage nach 2 Jahren ist ersichtlich. Und die Fortführung von den Aspekten für Barrierefreiheit und Barrieresensibilität kann das wir nur begrüßen, also hochschulübergreifend. A, die Nachfrage kommt, es dauert etwa 2 Jahre, bis man wirklich eine Sensibilisierung geschaffen hat. B, die Gesetzeslage sieht gerade so aus, dass also geht in die Richtung der stärkeren Zugänglichkeit. Öffentliche Hochschulen sind schon länger verpflichtet, barrierefrei zu arbeiten. Mit dem neuen Barrierefreiheitsstärkungsgesetz kommt jetzt bald auch ist ein geplante Sanktionierung vorgesehen, vor allem für Privatwirtschaften, aber das kann immer noch als Vorlage auch für dann öffentliche Einrichtungen vielleicht gelten, dass die Umsetzung immer relevanter wird. Das heißt, da erkennt das wir einen sehr starken Grund fortzuführen mit den barrierefreien Überarbeitungen von Materialien.